Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality. Ja, am Ende dieser Folge oder auch am Ende der nächsten Folge, aber ich will mich heute kurz fassen, kommt noch Sandys Brief. Und erstmal vielen Dank, es sind einige Auftragszuchten eingegangen. Für manche Stuten habe ich jetzt sogar schon eine längere Warteliste, zum Beispiel für meine Mustang-Stute Namika. Ich muss aber euch noch allen antworten und das in eine Liste eintragen, ist aber momentan ein bisschen schwer wegen der Renovierung. Ich wollte jetzt mal darauf eingehen, welche Pferde mir aktuell im Private Trade angeboten werden. Wolltet ihr mir mal mit euch zusammen anschauen? Und euch bei manchen kann ich auch direkt sagen, dass das nichts wird, weil ich einfach von dieser Rasse keine Pferde mehr ankaufe. Und deswegen gehen wir das gleich einfach mal der Reihe durch. Was ich euch zeigen möchte, Ontaria hat ein Fohlen bekommen jetzt, einen kleinen Hengst, Fire Emblem habe ich ihn genannt. Ein wunderschöner rötlicher Fuchshaar, die sind immer rot. Mit einem 692er GP, für Distanz geeignet. Das ist er hier. Bei den Arabern hat sich ein bisschen was getan. Sundance, ja, mein Palomino ist erwachsen, steht auch in der Zucht drin. Melriel und Zambo sind zum Verkauf. Bis kommende Woche Mittwochabend gegen kurz vor 10 Uhr sind die im Verkauf drin. Ebenso Candy ist auch jetzt zum Verkauf drin, wird auch dann enden. Sie hat nicht das beste GP, 558 und nicht den besten Körperbau, hat aber dafür die Gene mit zweimal Groß E, einmal Groß A und einmal Groß G. Das G setzt sich zwar bei ihr wieder durch, das heißt, sie wird ausschimmeln, aber mit den Genen könnte man versuchen, auf einen Rappen oder Braun zu züchten, wenn man sie von einem entsprechenden Hengst decken lässt. Das habe ich momentan mit Bienvenue vor. Ja, bei den Isländern, die Liste ist lang. Es wird bei den Isländern definitiv auch noch wieder was dazukommen bei den Pferden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Bei den Mustangs steht jetzt zum Verkauf Hazel, das erste Fohlen von Splatoon und Hidalgo, mein kleines Wunderfohlen, wo ich OWL XOWL gedeckt habe, gezüchtet habe und sie hat überlebt. Und auch zum Verkauf steht Simba, mein kleiner Star Predicate Mustang Hengst. Auch den biete ich zum Verkauf an. Bei den Oldenburgern sind zwei neue Pferde dazugekommen. Und zwar einmal Art Deco, ein sehr, sehr schicker Hengst. Ich habe sehr große Hoffnungen an ihn. Hat ein GP von 650, ist für Vielseitigkeit am besten geeignet. Der hat auch schon ein Star Predicate. Und dann diese schicke Stute, ebenfalls Star Predicate mit einem GP von... Ja... Ach, da oben steht es auch drin, 648. Und die ist am ehesten für Dressur geeignet. Aber die habe ich noch dazu gekauft. Alma ist erwachsen geworden und habe ich denken lassen von Sandys, ich komme noch gerade nicht auf den Namen hier. Classic Revolution, genau. Alma habe ich von Classic Revolution decken lassen, von der Sandy, der Hengst. Der Hengst schlechthin. Die Trakena, da hat sich noch nichts wieder dran getan, genau. Und ansonsten alles beim Alten wie gehabt. Jo, und jetzt gucken wir doch mal. Also ich gucke hier nochmal kurz, dass ihr also gerade meine Verkaufspferde, wenn es denn lädt, es braucht wieder etwas länger. Belle und Rarity sind dann schon verkauft, wenn ihr das gerade seht. Denn die laufen nur noch 15 Stunden, ich nehme gerade am Mittwochabend schon auf. Weil der PC nicht mehr lang hier steht und ansonsten eben Melriel, mein Araberstütchen, dann noch zwei Mustangs zum Verkauf, Hazel und Simba. Simba, wie gesagt, sogar mit Star Predicate und dann noch Zambo, der Araber und Candy, mein Kamarkstütchen. Die alle zum Verkauf, weil ich einfach rigoros aussortieren muss, weil ich mich natürlich spezialisieren will. Und jetzt gucken wir hier mal durch. Und ich sage bei einigen direkt, dass ich sie definitiv nicht kaufen werde. Bei denjenigen, wo ich sage, okay, die würde ich kaufen, diejenigen, die vorher auslaufen, bevor diese Folge kommt, die werde ich nochmal anschreiben, ansonsten müssen wir gucken. Ich wünsche, man könnte auch direkt sowas wie ablehnen mit Begründung anklicken. Das wäre cool, wenn man Private Trade ablehnen könnte und sagen könnte, den mag ich jetzt nicht unbedingt kaufen und kurz begründen, wieso, weshalb, warum. Also definitiv nicht kaufen werde ich Fiona und Viva Las Vegas, denn die beiden, das sind eher
Rassen, wo ich die Zucht nicht weiterführe bzw. sogar auflöse. Beim Camargue züchte ich jetzt eben noch auf Sonderfarben. Beim Mustang werde ich nur noch Auftragszuchten annehmen. Dann gucken wir uns mal die beiden an, zwei Trakehner. Suche ich momentan eigentlich eher Stuten. Ich muss auch sagen, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin jetzt langsam, werde ich relativ picky. Zumindest bei manchen Rassen. Hier haben wir 667er GP bei Corsair. Der Körperbau. Boah, das dauert so lange. Das ist blöd. Trade Shield, dann guck mal hier schon mal. Ein GP von 681 ist gut. Problem ist, ich habe schon so unheimlich viele dunkle Trakehner. Ich habe jetzt schon einen Hengst und ich habe zwei Stuten, die auch schon Rappen sind. Und ich habe so viele in der Farbe. Ja, Körperbau eher nicht so gut. Das heißt, er fliegt auch raus aus der Wahl. Corsair tatsächlich zweimal First Premium, wobei mich das ein bisschen wundert mit dem Körperbau. Mit dreimal Average drin, würde ich jetzt, glaube ich, auch eher weniger drauf gehen. Das heißt, die ersten vier fallen schon mal weg. ST Dina fällt weg, weil sie ein Mustang ist. ST Starboy fällt, denke ich, auch weg. Es sei denn, er hat irgendwie krasse Gene. Aber ich kann mir nicht vorstellen, der Körperbau ist eigentlich gut. Interessant, dass er nur Third Premium geschafft hat. Ja gut, ist nicht getestet. Starboy fliegt also auch raus aus der Wahl, genauso wie Darth Vader wegen Mustang. Machen wir mal weiter mit Dimitri. Also die sortiere ich mir direkt aus. Kleiner und Clash Hard kommen auch direkt raus. Gucken wir uns Dimitri an. 616er GP. Oh, aber kein guter Körper. Das heißt, Dimitri fällt auch raus. Wertet das nicht gegen euch? Ich weiß, ich bin mittlerweile bei manchen Rassen echt picky geworden, da muss ich ein bisschen drauf achten. Exmo-Ponys interessieren mich nicht, deswegen My Boy fällt auch raus. Arezzo gucken wir uns noch an. Den Oldenburger Hengst. Oh, zwar einmal Very Good drin, aber noch dreimal Average. Und GP von 631, nee, auch eher nicht. Gucken wir uns dieses Stütchen an. Dieses Isländer-Stütchen, 563er GP. Es ist ein Hengst. Oh, sorry. Es ist ein Hengst. 563er GP, oh, aber kein guter Körperbau. Das so schön er ist, aber er fällt dann auch raus. So einen dunklen Hengst bräuchte ich eigentlich nicht nochmal. Der hat zwar an sich einen guten Körperbau. Und auch keine schlechte Bewertung, Star Predicate, aber ich glaube, der fällt auch eher raus. Ich habe ja schon meinen Tritus und ich habe Hot Chocolate in solchen Farben. Das heißt, Hülle fällt auch raus. Lilifee fällt raus, Kiki fällt raus wegen Mustang, Mistral fällt raus wegen Camargue, Atlas weil Araber. So, 606er GP. Ja, lasse ich auch erstmal raus. Ist zwar schick, aber gerade jetzt nicht so das, wo ich sagen würde, boah, da muss ich zuschlagen, was Welsh Ponys angeht. Auch nicht getestet. Dann haben wir hier den nächsten Isländer. 583er GP ist eigentlich so in Ordnung für einen Isländer. Dreimal Average drin. Auch momentan eher weniger. Ich habe schon so viele Isländer, deswegen bin ich da auch picky. Just One Step an sich suche ich momentan, wenn eher Quarter Stuten. Aber suche ich auch jetzt gerade nicht wirklich. Also ich muss erstmal gucken, dass ich wieder Platz frei bekomme. Nein, Mustang, nein, Araber, nein, Camargue. Ja, dieses Pferd hier, das werde ich definitiv kaufen. Das habe ich mir eben schon angeschaut. Die kleine Maus, die wird definitiv bei mir einziehen. Das steht absolut fest. Sie ist einmal ganz knapp an First Premium vorbei, hat leider auch einmal Average drin, aber den Rest gut. Sie ist aber wunderschön. Sie ist eine richtig schicke, hat einen 611er GP, was für einen Isländer echt gut ist. Hat auch das Silbergen, trägt das Silbergen Splash White 1 haben wir hier noch drin. Also sie hier wird definitiv bei mir einziehen. Also
Für sie gibt's schon mal einen Daumen rauf an Heaven's Dream. Die nehme ich dir auf jeden Fall ab. Silver fliegt raus wegen Mustern. Gucken wir uns Vinyr an. Vinyr. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Folge wird. Ich hoffe, das interessiert euch überhaupt. Aber 590er GP ist an sich nicht schlecht. Aber relativ viel Average. Das disqualifiziert den dann für mich leider eher. Das tut mir leid. So eine Rapstute habe ich ja schon, aber auch einige Male Average drin beim Merlin. Auch eher nicht. Gucken wir uns die kleine an. Ne, es ist ein der Dancer. Good, very good. Ja, an sich nicht schlecht. 607er GP. Aber auch gerade eigentlich eher nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, haut mich richtig vom Hocker, so vom Optischen her. Hier haben wir einen sehr schicken Trakehner-Hengst. Obi Rose, 668er GP und Star Predicate. Der wäre interessant für mich. Auf was ist der? Der ist auf die Dressur, immer Dressur. Hä? Aber der könnte interessant sein. Das überlege ich mir mal noch. Obi Rose von Chiara Bohema. Auf jeden Fall sage ich da nicht direkt nein. Also haben wir momentan zwei drin. Der Isländer hier und der Trakehner. Achal suche ich momentan auch nicht. Jetzt haben wir hier wieder ein paar, die ich mir anschaue. So, das Pferd, da habe ich eben schon mal ein bisschen geschaut mit ein paar anderen Leuten in der WhatsApp-Gruppe drüber. Das hat mich gewundert, mit zweimal Very Good und dem Rest Good, nur ein Third Premium. Hat mich so ein bisschen gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr schickes Tier, 595er GP. Natürlich sieht man das blaue Auge nicht mehr beim Hengst, weil, oder generell, wenn das linke Auge blau ist, sieht man das beim ausgewachsenen Isländer nicht, weil das verdeckt ist, leider. Ich will es aber noch nicht ganz ausschließen. Wurde eher abgeraten. Ich will es trotzdem noch nicht so ganz ausschließen, weil er schon schick ist. Also hier an Mayas Cloud Ranch, ich überlege es mir noch. Kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Platz ich dann jetzt demnächst habe in meinen Boxen. Wenn ich jetzt nochmal für 2 DP, wenn jetzt nochmal irgendjemand für 2 DP mit einem Pferd züchten würde und ich mir nochmal eine Box kaufen könnte, je mehr Boxen ich mir holen kann, desto höher werden natürlich auch die Chancen für solche Pferde. Da bin ich mir noch unsicher. 572er GP hier für dieses Stütchen. Zweimal Very Good, einmal Average, Second Premium. Bin ich mir auch noch ein bisschen uneins, will ich jetzt aber auch nicht sofort rauskicken.